Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind gerade hier, weil hier Schiffe von mir angegriffen werden, weil wir anscheinend ja mit ihm keinen Schiffe unter Frieden, Beschuss. hier Waffenstillstand, Friedensvertrag, Handelsrechte. Auch ich habe Frau und Kind. Nun kann Zu ich mich um meine Friedensvertrag Familie. lehnt ihr Angebot ab. Ja, ist gut. Kurz Panik gehabt. Wir sind am Kap mit der Gelehrteninsel ja immer noch dran. Wir haben jetzt hier schon mal ein Layout gebaut. Hier sind auch schon die ersten paar Häuserchen. Wir haben halt aktuell ein bisschen Baustoffmangel, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt ja hier eine Route erstellt. Was wir aber brauchen, ist eine Speicherstadt. Die würde ich dann hier in den Hafen bauen wollen. Die können wir ja schon mal planen. Anscheinend hat er die direkt gebaut. Also ich würde ein paar Lager wollen, würde ich hier so bauen wollen. Das ist okay. Ist die Frage, ich kann die jetzt nicht hier bauen einfach. Anlegestelle, nee, aber hier kann ich eine normale Anlegestelle planen. Hier. Was kostet die denn 40 Stahl? Uiuiui. So, Nische Watt. Also hier haben wir noch ein Schiff, was für Expedition bereit ist. Perfekt. Und in dem Moment kommt noch eine neue rein. Läuft doch. Mit einem vollen Champagner-Slot. 69 mit einem vollen auf 70. Was denn hier noch? Was bringt noch mal Autos? 30 mal Kampfkraft. Ah. Ein Stadt bisschen ist wie eine Redegabe nur. magisch an. Erfinder der Zahnpasta, okay. Wir haben schon Jagdglück Die hier Leute gehen auf die durch. Barrikaden. Navigation brauchen wir nicht. Heilkunst haben wir hier durch. Gefechtskunde. Zack, starten. Ist jetzt nicht das Beste, 71, aber es muss mal reichen. Gut. Was wir aber dann brauchen, sind vor allem Ex. So, Lager habe ich ein paar gebaut, so viele brauchen wir hier nicht. Oh shit. Verkürzen. Ey, wir müssen die eigentlich echt. Müssen die dahin bauen? Muss die wieder abstreichen, ja. Müssen die hier hinbauen? Das Ding ist, die kann ja theoretisch, wir nehmen die Items mal kurz raus hier. Reißen das hier ab. So. Bell Lab der Radios. Okay. Hier, wieso? Hä? Jetzt auf einmal steht da für Stahl. So, jetzt können wir hier diese. Können wir hier so ein Reparaturdings bauen? Zack. Ein Das Verladekai. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt.
Was ja die. Was macht der Verladekai jetzt nochmal? Muss ich das nochmal durch. Verladekai. Verkürzt Latze für heilige Schiffe. Erfordert einfach. Verladebonus plus 50%. Attraktivität 15. Okay. Ja. Wie seid es denn? So. Alles gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Kommen Zack. hier drei Lager hin. Kommen hier nochmal. Kann ich das hier trotzdem bauen, obwohl das außerhalb vom Radius liegt? Lassen Sie hochleben. Okay. Ich weiß gar nicht, dass es das geht. Okay. Gut, was wir aber dann auf alle Fälle brauchen, sind diese Exportbüros. Büros, Exportbüros. Ich wusste gar nicht, dass ich das hier alles außerhalb bauen kann. Gut, dann müssten wir jetzt soweit alles haben. Mir hier noch eine Anlegestelle. Wir haben durch die Speicherstadt noch Mögen wir eine eines Tages Anlegestelle. an So, diese was brauchen wir jetzt an Küste Rohstoff, um alles zu bauen? Okay, 600, 700. Toi, toi, toi. Wie Ich kann drücke ich jetzt weiter. hier. Okay, wir können gar nicht so viel hier reinpacken. Aber ich würde mal. Bisschen an dieser von diesen Baumaterialien hier rüberfahren wollen. Einfach mal das und wir haben ja hier auch noch ein Frachtschiff stehen, was wir auch mal Der nehmen können. Das Teufel schmeißen wir mit fordert Stahl deine Liebe voll. bereits. Müssen wir natürlich mal eben, bevor wir hier uns alles wegziehen lassen, überall mal eben ein 150er Limit reinmachen. Dass uns diese Route das nicht wegzieht. Dass wir immer trotzdem noch ein paar Rohstoffe da haben. Und das Ding ist, sobald wir einmal alles gebaut haben. Oh, ich habe eine Discord-Benachrichtigung bekommen. Sobald wir einmal alles da haben, kann ich auch mal einen Schluck trinken. Sobald ist es ja gut. Dann ist das Lager ja, ist das nur noch zum Reparieren da. Kreaturen folgen Und wie uns. oft. Oh, plus 75, Sklaven sehr des gut. Jonas Belohnung werden dir Rang entdeckt. zollen. Wir haben eigentlich keinen Platz dafür. Wenn wir das annehmen. Und ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Cut. Okay, perfekt. Jetzt kann ich gucken gehen, ob wir das noch brauchen überhaupt. Was war das denn jetzt? Das Mynzanische Haus oder so? Das haben wir schon. Nehmen wir nicht mit. Nehmen wir nicht mit. Alles bereit zu Das machen. Ding haben wir schon. Und Es weiter mangelt an geht's. Arbeitskraft. Okay, du nimmst mal Stahl mit. Und passt das nach hier. Du fährst auch nochmal eben hier hin und holst Stahl. Zumindest schon mal ansatzweise genug Stahl dafür. 700 Steine fast, die haben wir nicht. Das können wir hier nicht lagern. Das ist ein bisschen die Problematik. Können schon mal das Ding hier bauen. Wie werden wir nämlich. Die hoch
Rathallen drum planen dürfen. Die Menschen lassen sie hochleben. So, ich weiß nicht, ob das ob die letzte ist. Ich habe da leider keinen Stempel für bis jetzt. Wieso eigentlich nicht? Dieses Layout habe ich doch schon öfters auch im privaten Spielen benutzt. Interessant. Vielleicht kann ich ja auch so viele produzieren, dass ich die auf der anderen auslagern kann. Gut, wir können schon wieder. Ja, das Schiff ist hier angekommen. Steine sind voll. So mutig und so viele Leben gerettet. Wenn mal so, das wäre auch wirklich. Alles. So, was brauchen wir vor allem dann noch? Die ganze Speicherstopp einmal bauen können. 400 Fenster und richtig viel Stahl. Okay. Dann gehen wir hier mit meinem Fenster holen. Okay, das machen wir noch voll mit Stahl. Das sind dann nochmal 300 Stahl. Zack, zack, zack. Alles Stahl raus. Zack. Gut, was ist das hier für ein Schiff? Ah! Oh, Ferras? Ah, hier haben wir doch schon so eine Dampfturbine. Jetzt brauchen wir quasi nur noch, den Dario. Ist hier eigentlich schon Pendlerkai? Ja. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den Dario. So, können wir inzwischen schon wieder günstig würfeln? Ja, können wir. Wir brauchen einen Dario nur noch. Ja, das war der Erzieher. Ich krieg die Krise. Wir haben echt kein Rollglück. Wir kriegen richtig geile, gute Kriegs-Items. Ey. Da ist er, ein Dario. Zack. Fahr mal direkt hier hin. Ja, sofort. Und du kannst auch mal hier hinfahren. Zack, zack, okay. Ja. Admiral, Admiral. 180 oder 60. Wir nehmen 180. Das ist natürlich hardcore. Hier wollten wir Fenster reinpacken noch. Fenster. Rüber damit. So, wie sieht's aus? Wir haben genug Steine, wir brauchen noch mehr Stahl. 600 Stahl. Hier sind jeweils 300. Hä? Hatte ich nicht noch ein Schiff losgeschickt? Ja, hier, du musst auch nochmal. Jetzt haben wir echt einen Stahlmangel auf der Hauptinsel. Was aber nicht schlimm ist. Wofür haben wir, wie ist das?
Hä? Jetzt haben wir genug Stahl. Hä? Warte, blödes Schiff. Stopp, fahr zurück. Beton müssen wir nochmal gucken. Ich weiß aber nicht. Nee, ich glaube, Beton braucht man für diese Items gar nicht. Nur noch Fenster. Die kommen mit dem Schiff hier. Das heißt, den Stahl können wir hier wieder reinknallen. So. Sehr schön. Hier irgendwo gibt es. Hier gibt es 140 zu. Oh. Oh. Hier gibt es einen großen Bauernaufstand. Oh. Die so unzufrieden sind. Ja, ihr seid sehr, sehr, ihr seid ja wirklich echt. Ja, ihr kriegt hier. Komm. Wie geht's? Ihr kriegt Schnaps. Das ist ja wirklich. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch so misshandle, wirklich, hier auf dieser Insel. Euch so knechte. 15 Euro. Oh, der Schnaps immerhin plus 8. Oder das heißt, das sollte deutlich besser werden. Das bringt irgendwie kein Happiness in sich. So, jetzt ist der Markt zumindest wiederhergestellt. Okay. Das ist jetzt echt auch schon wieder, ey. Sechzig. Und verkackt. Plus 60% und ist trotzdem verkackt. Aber ihr seid doch hier, ihr müsst gleich happy sein. Ihr bekommt Schnaps. Ich habe auch 2 Polizeistationen gebaut, das sollte sich gleich automatisieren. Wie das doch. So. Hier sind schon mal die Items drin, die ich hier brauche. Das hier. Und das hier. Müssen wir hier natürlich noch 5 Millionen Lagerhäuser hinklatschen. Auf alle Fälle. Sehr schön. Neue Befehle? Wo bleiben die Fenster? Oh mein Gott, das ist doof dahingeschickt. Ich hab's doof hingeschickt. Meine Schuld. Wie sieht denn jetzt hier die Glasversorgung aus? Schicken wir genug rüber? Das sollten wir eigentlich. Glühbirnen gehen runter. Wieso gehen Glühbirnen runter? Ja, wir machen so viel Glas. Okidoki. Wir haben anscheinend gehen Glühbirnen runter. Wir haben 2 Glühwürmenfabriken. Okay, wir brauchen ein paar mehr Glühbirnen. Da wir 2 Fabriken haben und es nicht viel ist, würde ich die um 15% mehr arbeiten lassen. Das hat ja so gar nichts geholfen. Ich werde direkt auf 35 gehen müssen. Dann gehen wir auf 40%. Das hätte ich nicht gedacht, mich ganz ehrlich. Jetzt reicht es. Gerade so. So ein Mühe mehr. Okay, wir brauchen einen Schnaps. Ja, bade die mal im Alkohol. Das sollte ja. Oh mein Gott, wie viel das gebracht hat. Geil. Eigentlich, das ist ja sehr gut. Das gefällt mir nicht. Das ist
Ich muss den noch mehr fünf. Ich knecht die voll. Dass sie so einen Hauch von Überschuss haben. Beziehungsweise dieser Überschuss ist so minimal, dass der Lagerbestand halt einfach gleich bleibt. Das Ding ist irgendwie. Wofür brauche ich denn noch Glühfäden? Dass ich das. Weil Glühfäden knecht ich schon. Volles Lötchen. Wofür brauche ich noch Glühfäden? Für Autos? Vielleicht? Hier sind die Schuhe. Chuck. Endlich habe ich und Zeit für ein Bibliothek. Ja, wofür brauche ich denn noch? Wofür brauche ich denn noch Glühfäden? Ich schlaf stehend ein. Ich frag für. Es mangelt an Arbeitskraft. Für die Toaster. Für die Toaster. Braucht die Strom? Nee, Strom ist nur optimal. Will ich die hier hinsetzen? Dann mache ich das hier. Sehe ich die Straße ein Stück weiter. Jetzt muss ich eben gucken, was die Kohleversorgung sagt. Oh. Mal volles Lottchen, würde ich sagen. 36 Kohle. Okay, was sagt der Aufstand hier? Sieht gut aus. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Ja, die sind jetzt besser darauf, weil die Schnaps gleich kriegen. Das ist sehr gut. Minus 8 nur noch. Nicht das Beste. Ich muss hier eine Kirche bauen. Sonst sind die zu unhappy. Wir schlingern ins Ungewisse. Weil die sonst hier gleich wieder rebellieren. Mit Kirche sind die immerhin auf null. Das ist so das Minimum. Sonst rasten die da wieder komplett aus. Boah, geil, haben wir noch nie gesehen. Plus 180. Ja, garantiert ablehnen. Grünes Item. Pff. Wie ich denn damit? So, also, die Fenster abladen. Ich erkenne einen Tyrannen auf den ersten Blick. Dann zack. Bam, wir haben eine richtig fette Speicherstadt. Wir haben eine Lagerkapazität von 1500 hier. Das ist echt gut. Ist die Frage, wo ist. Oh ja, hier kommt der Garrick. Das ist sehr gut. Neben all den anderen Spitznamen. Ja, das ist doch schon mal gut. Wie viele Handelsverträge können wir denn jetzt hier machen? Och, ich gehe davon aus, dass das genug sind. Bin ich mal so frech zu behaupten, dass das echt genug sind. So, wir müssen Taschenuhr noch ein importieren. 31 aktive Verträge haben. Das schaffen wir. Das heißt, wir müssen echt noch Uhren. Oh mein Gott, das Turnier beginnt, weil wir haben echt. Darauf können wir bauen. Kriege ich jetzt auch volle 150. 135 nur, ich brauche den Einfluss. Ich habe doch so wenig Einfluss nur noch. Also, wir haben keinen Einfluss, um wirklich groß was zu veröffentlichen. Das ist sehr gut, das steht. Im Prinzip nur den Mr. Garrick brauchen wir hier am Kap.
Können wir hier hinfahren? Den könnten wir theoretisch ist hier. Ne, hier haben wir eins. Könnten wir hier rein tun? Warte, Taschenuhren und Schmuck. Meine Vorräte sind gut gefüllt. Taschenuhren. Wie kriegen wir denn? Bauen wir altmodischerweise Taschenuhren? Nee, handel ich die. Wie komme ich an Taschenuhren? Handel ich die ein? Nö. Wie komme ich auf. Mach ich die nicht seitenmäßig mit irgendeinem Item? Was ich hier hab. Ja. Mr. Durchdario, meinst du die Taschenuhren? Ich doof. 75, ja, nehmen wir. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Oh, schon wieder Plus. Ist gut. Plus ist echt immer gut. Noch sehr gut. Gut. Ja. Hier, zack. Den Dario rein. So. Ja, wir brauchen jetzt auf alle Fälle Handelsverträge. Zweimal Fahrräder gegen. Zack. Und. Wo ist Kautschuk? Und das jeweils 50. Dass wir hier auf alle Fälle genug reinkriegen. Ach, mach das doch ganz oben. So. Eisen. Kautschuk brauchen wir. Wir müssen 120 Minuten, das heißt, wir brauchen eine Produktion von 50. Warte, 120 Minuten sind 5. 5 mal 20, okay, also wir brauchen 2 Fabriken einfach. Dann haben wir einen Überstand, machen wir 10, dann machen wir 200 Dinger. Okay, gut. Wir laden jetzt hier einfach mal eben alles ab, was wir hier haben. Wir brauchen halt einmal ein paar Fahrräder. Also wir brauchen einmal 100 Fahrräder, um diesen ganzen Prozess quasi in Anführungszeichen zu starten. Wir haben hier selber nicht viele Fahrräder, das ist aber nicht schlimm. Ich würde lieber so machen, dass wir von allem ein bisschen haben. So, das bauen wir auch nochmal. Gut. Ja, bleibt locker, das kommt. Das haben wir das. Dann kann die Produktion theoretisch gleich anlaufen. Was wir dann als nächstes brauchen, sind eigentlich nur mehr Gelehrtenhäuser. Das heißt, die Rohstoffroute muss Rohstoff voranbringen. So ist es. Das heißt, wo ist sie? Hier. Und die bringt die Rohstoffe ran, die wir brauchen. Perfekt. Jetzt machen wir noch schnell die zoologische Expedition. Dann sind wir schon wieder bei einer halben Stunde. Ich muss mehr auf die Uhr achten, ey. Bin ich ganz ehrlich. Es macht schon viel Spaß. Und wir sind so cool. Wir machen jede Folge kleinen, gemütlichen Fortschritt. Wie gesagt, wir spielen ja hier ganz ohne Druck, ganz ohne Stress und wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.